Hallo liebe Freunde, heute bin ich in der Pfalz. Ich bin jetzt hier in Bad Dürkheim. Heute gibt es mal keine Radtour, heute gibt es eine Wanderung. Und zwar heute ist ein besonderer Tag, der 1. November, Allerheiligen. Der Feiertag ist in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Ja, aber in Hessen nicht, da wir im Dreiländereck wohnen, gehen sie alle einkaufen nach Hessen. Ich gehe lieber hier rüber in die Pfalz wandern. Hier ist es schön ruhig. Ja. Ja, was es noch zu sagen gibt, es geht jetzt hier gleich weiter auf meiner Wanderroute. Und zwar hinter mir seht ihr den Flakturm, da wandere ich jetzt hoch. Die Route geht dann weiter zur Ruine Hardenburg. Das sind dann einige Kilometer. Und zum Schluss dann noch zur Klosterruine Limburg. Dann geht es wieder zurück nach Bad Dürkheim an den Bahnhof. Und dann hoffe ich, haben wir eine schöne Wanderung gehabt. Ich hoffe, ihr interessiert euch auch vielleicht ein bisschen dafür. Vielleicht macht das irgendwann mal nach. Schönes Wetter haben wir auch. Ein schöner Novembertag. Okay, jetzt folge ich mal den, habt ihr ja gesehen schon, den Pfälzer Weinsteig oder Weinstieg, wie er heißt, Richtung Flakturm. Jetzt ist es nicht mehr weit, bin ich gleich am Flakturm. War jetzt eigentlich ein ganz schöner Aufstieg hier hoch. Nicht sehr anstrengend, aber sehr schön. Da ist ja der Flakturm. Sind auch schon einige Leute hier. Ja, es ist mir eigentlich schon wieder zu voll. Aber trotzdem geht es jetzt mal hier hoch, die Aussicht genießen. So, wir gehen mal vorbei. Ja. Ich denke, das ist die Burg hier, Hardenburg, wo wir noch hinkommen. Blick auf Bad Dürkheim. Blick auf die Rheinebene. Ein schöner Blick auf den Pfälzer Wald. So, jetzt geht's wieder weiter. Wir verlassen den Flakturm. Ach so, auf dem Schild hat gestanden, der Flakturm wird auch im Volksmund Kaffeemühlchen genannt. Und er wurde errichtet 1854 aus Spenden der Bürger. So, noch ein Blick zurück auf den Flakturm. Was ich vielleicht noch nicht gesagt habe, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich sag's nochmal, dann, wenn ich es schon gesagt habe. Und zwar, gestern war ja auch ein Feiertag, der Reformationstag. Und den gibt es nur, glaube ich, alle 500 Jahre mal. Also der war dann für alle der Reformationstag gestern. Aber heute hier, wie gesagt, Allerheiligen in Hessen nicht.
Da könnt ihr einkaufen gehen und hier wandern in der Pfalz. Guck ins Land, das machen wir auf jeden Fall heute. Ich habe jetzt auch mal noch einen Pulli ausgezogen. Es ist jetzt doch schon ganz schön warm um 11 Uhr. Hier war noch der rot-weiße Weg. Und da vorne kommt ein Parkplatz. Da ist, glaube ich, wieder einiges los. Ja, hier sind auch die Wildschweine unterwegs. So, jetzt bin ich kurz durch so ein kleines Wohngebiet gelaufen, also bergauf gegangen, und jetzt bin ich endlich im Wald. Hier ist ein bisschen ruhiger. Na, das ist doch mal ein schöner Rastplatz gewesen, ja. Und da gibt es Hausmacher Wurst und auch Wein. Aber das ist für mich jetzt noch ein bisschen zu früh. Guten Tag, hallo. Schön gemacht hier, mit sehr viel Mühe. Oh ja. Hallo. Was ist das? Das ist die GoPro. Jawohl, genau. Gut erkannt. Die ist schon bekannt, die Kamera. Schon wieder solche Figuren. Alte Kelter. Die Funktion ist ungeklärt. Deutungen als keltischer Opferstein oder Weinkelter sind aus schriftlichen Überlieferungen oder Urkunden nicht nachweisbar. Was immer das hier auch ist, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Rast. Okay, da wird es der Stein hier sein. Die Kelter oder Opferstein von den Kelten. Was es mit Kelter zu tun hat, okay, weiß ich auch nicht. Ja, das war jetzt ein kleiner Rast bei mir mal kurz.
Jetzt geht's aber wieder weiter zur Tour. Quelle. Ein Trog auf Sandstein gehauen. So Grenzsteine oder irgendwelche alte Steine, was es auch immer ist, sieht man hier oft auch mit einer Inschrift hier. Kann ich euch aber auch nicht sagen, was es bedeutet. Hier ist unser Wegweiser. Ja, seit der Keltenquelle da vorne geht es jetzt schon ein schönes Stück an dem Bach entlang. Das ist wirklich schön hier. Sind wir jetzt hoch. Drei Eichen, jawohl, das ist unser nächster Punkt. Drei Eichen. Das ist ja auch wieder ein Parkplatz. Jetzt müssen wir auch genau gucken, wo wir lang müssen. Hier sind ein paar Wege. Zu der Hardenburg wollen wir zwar, aber es geht, glaube ich, jetzt erstmal zur dicken Eiche. 2 Kilometer genau. Das werden es wahrscheinlich sein, die drei Eichen. So, die nächste Wegkreuzung. Aber wir müssen den zwei Frauen mit dem Hund hinterher. Geht es jetzt schon eine ganze Weile durch den Wald. Neben mir laufe ich jetzt schon die ganze Zeit hier an dieser Bergkette entlang. Ist wirklich super Wetter. Mir wird es langsam immer wärmer. Ich habe jetzt keine Lust, die Jacke auszuziehen. Als nächstes warte ich immer noch auf die dicke Eiche. Mal sehen, ob sie noch kommt oder nicht. Und dann geht es zur Hardenburg. Ja, die kommt auf jeden Fall. Ja, an den drei Eichen, da komme ich her. 2 Kilometer sind wieder geschafft. Und da vorne ist jetzt die dicke Eiche.
So, jetzt geht es auch für mich mal hier bergab wieder. Ist auch nicht ganz so einfach. Diesen Unebenheiten. Ja, jetzt hätte ich hier beinahe den Weg hier runter verpasst. Der ist jetzt wesentlich schmaler. Hat man kaum gesehen, dass es hier runter geht. Hier oben ist eigentlich der größere Weg. Aber ich habe es dann noch rechtzeitig gemerkt auf dem GPS, dass ich hier runter muss. Jawohl, und da ist auch unsere blau-weiße Markierung wieder. Also alles richtig schön. Ja, den hat es ganz schön entwurzelt. Mein lieber Mann. Ja, der Weg jetzt hier ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Ziemlich schmal und hier neben geht es ganz schön runter an. Ihr seht. So, nächster Punkt erreicht. Die Ruine Hardenburg. Das hier gegenüber ist der Nonnenfels. Ich gucke mir jetzt die Hardenburg noch mal von außen schön an, weil reingehe ich jetzt nicht. Da kann man auch reingehen, das kostet auch, glaube ich, Eintritt. Aber das hält mich jetzt zu lange auf. Wir müssen ja weiterkommen. Ja, zur linken Klause gibt es hier. Ja, da ist die Lindenklause. Da hole ich mir jetzt aber auch nichts. Es hält mich auch zu lange auf. So, nach einem kurzen Abstecher jetzt hier zur Hardenburg. Jetzt bei mir jetzt hier wieder weiter. Und zwar der nächste Punkt, kurz vor Bad Dürkheim, ist dann die Klosterruine Limburg. Musik.
Mittlerweile bin ich jetzt auf dem grün-weißen Weg. Ist aber alles richtig noch. Hier geht es jetzt schön den Berg runter. Hier kommen von Zeit zu Zeit immer, ich muss hier aufpassen wieder, so Treppenstufen. Dann machen wir auch wieder ein bisschen langsam. Falls so arg weit ist es jetzt nicht mehr. Und dann haben wir die Tour bald wieder geschafft. So, jetzt bin ich am Schlangenweiher angekommen. So, Limburg, noch 2 Kilometer. Hier kommen mir auch immer wieder Leute entgegen, aber der Weg zieht sich jetzt trotzdem ein bisschen noch bis nach Limburg. Wir wollen ja auch noch die Ruine sehen, die Klosterruine, ja. Und wieder geht's bergauf. So, da vorne müsste eigentlich jetzt sein. Hier unsere Ruine, unser Klosterruine. Da guckt's raus zwischen den Bäumen. Ja, hier kann man sogar reingehen. Gehen wir halt mal kurz rein. Ja, das war also mal ein Kloster. Hier lebten Mönche und Nonnen. Ich glaube, das war jetzt ein ganz tolles Bauwerk aus alten Zeiten. Ich habe jetzt gerade gelesen, hier noch ein Schild, 2 Kilometer nach Bad Dürkheim. Da machen wir uns jetzt auf
zur letzten Etappe unserer heutigen Wanderung. Der Schöpfungsweg. So, ich bin jetzt den Schöpfungsweg runtergelaufen. Jetzt bin ich auch ein bisschen erschöpft. Meine Wanderung ist hiermit jetzt auch gleich zu Ende. Ich gehe jetzt noch nach Bad Dürkheim zurück und dann geht es nach Hause. Es war eine ziemlich anspruchsvolle Wanderung. Circa 17,5 Kilometer, über 500 Höhenmeter, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab auch einiges zu sehen, sehr zu empfehlen. Müsste aber einigermaßen fit sein für diese Wanderung. Okay, dann tue ich mich jetzt bei euch verabschieden und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Tschüss!